Hallo, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr als Petit, also als kleingewachsene Frau, vielleicht auch ein bisschen rundlicher gebaute Frau, größer und schlanker aussehen könnt. Es gibt ja einige Styling-Prinzipien, die man befolgen kann oder einfach Tipps, die man anwenden kann, um diesen Effekt zu erzielen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich fand das sehr spannend, unterschiedliche Outfits zu nehmen und sie dann dahingehend zu verändern und diese Prinzipien einfach anzuwenden. Natürlich müsst ihr das nicht machen. Man kann sich ja in Mode in alle möglichen Richtungen ausleben. Aber wenn ihr das Ziel habt, als Petit ein bisschen größer und ein bisschen schlanker auszusehen, dann könnt ihr das ja gerne ausprobieren. Und das erste Outfit, das ich anhabe, ist eine Stoffhose mit einer leichten schwarzen Bluse. Und das ist für mich ein Outfit, wenn ich keine Lust habe auf die klassische Jeans oder Jeans- und T-Shirt-Outfit. Es ist ein Alltagsoutfit, das sich ein ganz kleines bisschen abhebt vom Rest, einfach ein bisschen schicker, ein bisschen klassischer aussieht. Und das erste, was ich tue, ist es, das Shirt in die Hose reinzustecken, um einfach die Taille so ein bisschen nach oben wandern zu lassen und so einen liftenden Effekt zu bekommen. Außerdem ist das Bündchen von der Hose auch ein bisschen höher gelegen, sodass auch da die Taille ein bisschen weiter nach oben hin wandert. Und das nächste, was ich tue, sind Absatzschuhe anzuziehen. Die Absatzschuhe, die geben natürlich eine ganz, ganz echte Höhe. Das ist jetzt nicht nur eine visuelle Höhe, die man dann dadurch bekommt, sondern das ist tatsächlich echte Höhe, die man dadurch gewinnt. Und ein Riesenvorteil ist es bei so einem Outfit, das Monochrome zu beachten, also von Kopf bis Fuß nur in einer Farbe angezogen zu sein oder in Schattierung in einer Farbe angezogen zu sein. Hier habe ich Schwarz und so ein bisschen was Graues dabei. Das hilft dem Auge einfach, eine durchgehende Linie zu schaffen und keine großartigen Unterbrechungen, also keine großen kontrastreichen Unterbrechungen zu haben. Der eine große Vorteil ist es auch, dass die Bluse hier von Natur aus schon einen V-Ausschnitt mitbringt. Und das kann ich sogar noch ein bisschen verstärken und unterstreichen, indem ich eine lange Kette dazu anziehe und diese an der Stelle einfach noch ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn alles, was so ein bisschen spitz zuläuft, sorgt dafür, dass man ein bisschen schlanker aussieht. Das zweite Outfit, das ich so in die Richtung gestylt habe, ist das schwarze klassische Kleid. Ich glaube, wir kennen das alle sehr gut. Für den einen oder anderen ist es vielleicht nicht das schwarze Kleid, sondern vielleicht das dunkelblaue oder das braune oder wie auch immer. Aber so ein dunkles klassisches Kleid, was man dann zu einem besonderen Anlass anziehen kann. Hier ist das allererste, was ich tue, ist eine schwarze Strumpfhose anzuziehen, um auch da diesen Monochrom-Effekt so weit wie möglich durchzuziehen. Und als nächstes ziehe ich auch schwarze Pumps dazu an. Auch die geben eine echte Höhe hinzu und lassen den ganzen Fuß, das ganze Bein ein bisschen schlanker erscheinen. Auch da hilft es, wenn der Schuh so ein bisschen spitzer zulaufend ist, einfach um so viel Fläche wie möglich zu schaffen. Und an dieser Stelle bietet sich auch ein Taillengürtel sehr gut an. Ein Gürtel, das die Taille an der etwas höheren Stelle betont und einfach wirklich zeigt, dass sie etwas höher sitzt und nicht so weit unten angesiedelt ist. Auch das hat einen liftenden Effekt. Und außerdem auch hier wieder, habt ihr bestimmt schon gesehen, hat das Kleid einen V-Ausschnitt. Das hilft auch ungemein. Und da kann man auch wieder mit einem Accessoire, wie mit einer langen Kette spielen, um das nochmal ein bisschen zu verstärken. Und das nächste und letzte Outfit ist das klassische Jeans- und T-Shirt- oder Bluse-Outfit. Es ist ein casual, zeitloses Outfit, was wirklich auch im Alltag sehr, sehr gut funktioniert und was ich sehr häufig so in der Form trage. Und auch hier das allererste, was ich tue, ist das Oberteil reinzustecken, um die Taille so ein bisschen stärker zu betonen, um zu zeigen, man ist nicht diese Masse, die jetzt hier so überall drumherum flowy ist, sondern man hat so ein bisschen Taille da. Und die Taille ist ein bisschen höher. Der Vorteil bei der Jeans ist es, dass das eine Mid-Rise-Höhe ist. Ich persönlich kann High-Rise nicht tragen, weil ich einfach zu viel Bauch habe und das an mir nicht so gut aussieht und ich mich damit auch nicht so wahnsinnig wohlfühle. Also wenn ihr viel Bauch habt, dann ist eine Mid-Rise-Jeans eine gute Alternative an dieser Stelle und überhaupt eigentlich eine sehr, sehr gute Idee für, wenn man ein bisschen größer aussehen möchte. Weil die Taille einfach so ein bisschen nach oben wandert, aber nicht zu hoch, sodass ihr das dann halt nicht abkönnt. Und dann mag ich es auch so ein bisschen mehr aufzuknöpfen, um auch da wieder diesen V-Ausschnitt-Effekt zu haben, eine lange Kette dazu zu tragen, um auch da wieder diesen etwas verlängernden Effekt zu haben. Und was ich auch an Blusen liebe, ist es, die Ärmel hochzukrempeln. Auch das kann einen etwas
schlankeren Effekt, einen etwas vergrößernden Effekt haben. Einfach weil man da die Möglichkeit bekommt, seine schlanken Handgelenke zu zeigen. Wenn eure Handgelenke schlank sind, dann könnt ihr die auf diese Weise sehr gut zur Schau stellen. Und außerdem ist es dann auch tatsächlich so, dass wenn die Ärmel so ein bisschen hochgekrempelt sind, sie auch da wieder so ein bisschen das Auge hochwandern lassen und einen liftenden Effekt haben. Was ich an diesem Outfit dann auch außerdem mag, ist es, die Hose ein kleines bisschen am Saum hochzukrempeln und auch da die Knöchel, die Fußknöchel zur Schau zu stellen und nudefarbene Pumps anzuziehen oder in irgendeiner Weise einen nudefarbenen Schuh, der vielleicht auch ein bisschen spitzer zuläuft. Denn auch da, natürlich könnte man auch schwarze Pumps anziehen, aber es hilft immer, wenn man möglichst monochrom unterwegs sein kann. Und wenn man nicht das ganze Outfit monochrom stylen kann, ist es trotzdem eine gute Idee, zumindest die Schuhe so auszuwählen, dass sie in der Nähe der Hautfarbe sind, sodass man da einfach nicht zu viele kleine Details hat, sondern einfach eine durchgehende Linie. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich und schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare rein, welche dieser Styling-Prinzipien ihr spannend findet und vielleicht auch selber automatisch schon immer gemacht habt oder ihr einfach gerne ausprobieren möchtet. Schreibt es mir gerne, ich tausche mich gerne mit euch aus. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.